Hi, ich stehe hier gerade am Mildstätter See. Das ist ja einer der wärmsten Badeseen in Österreich. Wer von euch war denn schon mal hier am See unterwegs und was habt ihr hier gemacht? Vielleicht wart ihr ja im Sommerurlaub mal hier. Vielleicht wart ihr auch zum Wandern da. Dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Am besten natürlich mit Tourenvorschlägen, da freue ich mich immer drüber. Und ansonsten geht es jetzt für mich erstmal rauf zum Sternenbalkon. Da soll man nämlich eine super schöne Aussicht von oben auf den See haben. Aber erstmal leihen wir uns ein E-Bike aus. Zwei E-Bikes reserviert. Ja. Die Räder stehen hier schon draußen bereit. Perfekt, super. Schauen wir mal raus. Ja. Alles schon ready. Los geht's. Schon richtig schön am Ufer des Mühlstädter Sees unterwegs. Eben sind wir noch unten entlang gefahren, jetzt sind wir ein bisschen höher gekommen. Da kann man schon abschätzen, wie riesig dieser See eigentlich ist. Und was ich da auch immer cool am E-Bike finde, ist, wie schnell man damit unterwegs ist. Also guckt man so auf den Tacho, dann steht da plötzlich 20, 30 km/h ohne größere Anstrengung. Und der Felix ist ja auch wieder mit dabei hinter der Kamera. Hallo Felix. Servus. Wir haben ja viel vor heute. Worauf freust du dich am meisten? Aufs Ruderboot fahren gleich noch. Da bin ich auch schon ganz gespannt. Denn nach der Aussicht vom Sternenbalkon geht es dann endlich aufs Wasser. Und zwar tatsächlich mit einem Paddelboot zu einer richtig schönen idyllischen Bucht. Und später springen wir natürlich auch noch rein. Schau mal, die klettern da. Warum machen wir das nicht, Marlene? Weil ich nicht klettern kann. Jetzt geht's hier steil nach oben. Zum Glück spürt man die Anstrengung nicht. Hast du einen Turbo-Modus drin? Ja. Natürlich. Wir haben schon Seeblick. Cool. Überall so schön idyllische Häuschen hier. Also wer hier wohnt, hat echt Glück, oder? Absolut. Ich würde den Blick auch nehmen. Also alleine sind wir nicht. Nee, definitiv nicht. Aber ich verstehe auch, warum es die Leute hier hochzieht, gell? Wir sind da. Dank Motor ging das easy hier hinauf, vor allem weil es nur über Teerstraße geht. Am Anfang ist das noch ein bisschen stark befahren, dann biegt ihr aber links ab und da wird es dann ruhiger. Da ist dann kaum ein Auto unterwegs und ihr könnt einfach gemütlich da hochtreten. Auch schon mit Ausblick auf den See übrigens. Und dann sind wir jetzt hier, da ist der Sternenbalkon, der ist aber leider besetzt, deswegen haben wir uns ein bisschen daneben positioniert. Und wir sehen dahinter den Lammersdorfer Berg zum Beispiel aufragen. Da im unteren Teil hinter dem Hügel ist Milchstadt dann auch, da kommen wir her. Und da auf der Seite blicken wir auf den Goldeck und dort in den Wolken ist so eine Spitze versteckt. Das ist der Staff. Für uns geht es jetzt aber wieder runter. Wir wollen den See noch einmal umrunden. Pause schon wieder. Ja, wir müssen es gemütlich angehen lassen. Ja, mach's dir bequem, Marlene. Mach ich. Schön hier. Auf der Seite geht es jetzt hier die ganze Zeit so durch den Wald und immer so über diese Forststraßen entlang. Teilweise sind auch Teerstraßen auf der Seeumrundung zu finden. Dafür solltet ihr übrigens so 2 bis 3 Stunden einfahren. Das sind 28 Kilometer einmal rundherum. Und da könnt ihr euch aber ja Zeit lassen und vielleicht zwischendurch auch mal die Füße ins kühle Nass tauchen. Wir sind wieder zurück am Ausgangspunkt, zurück in Mildstadt. Und hier leihen wir uns jetzt ein Ruderboot aus. Cool. So, wir haben das Boot erreicht. Ja, und das wäre das der Wolfi, so heißt dieses Bötchen, mit dem wir jetzt an das Südufer hinüberfahren. Hast du also, vielleicht noch Tipps für uns, wie man am besten rudert? Gibt es da eine Technik, die man braucht? Technik kann man großartig. Ich weiß nicht, ob ihr schon mit Rudern überhaupt einmal was gemacht habt. Ja, also
so ein bisschen. Wir sind mal gerudert, aber jetzt. Man soll beim Rudern auf keinen Fall mit Kraft rudern. Mhm. Ja? Auch die Ruder nicht so tief ins Wasser runterrücken. Das ist nur viel Kraftaufwand und bringt wenig Fahrt. Schön nach vorne beugen, die Arme strecken, damit das Ruder weit hinten ins Wasser taucht. Ja? Ja. Und dann einen schönen, gemütlichen, langen Zug. Das bringt das gut voran. Also dann, wir sind startklar, bereit zum Paddeln. Ja, wunderbar. Okay, gut. So, ich bin ready. Schau, da ist der liebe Korb mit vielen guten Sachen drinnen. Ich werde den nochmal hinein übergeben. Dankeschön. Du meinst, da zu den Füßen herüberstellen. Jetzt überlasse ich euch dem Schicksal des Mittelmeersees. Danke, Gottlieb. Auf zum Picknickplatz. Ja. Ja, bis später. Super, danke. Ciao. Hier ist es gerade richtig ruhig. Kein Mensch ist hier auf dem Wasser unterwegs. Das sieht anders aus, wenn man tatsächlich am Ufer entlang spaziert. Da gibt es so ein paar Strandbäder. Die sind zum Teil richtig gemütlich, sogar so mit Sandstrand aufgefüllt, dass man so ein bisschen Christenfeeling hier hat. Und dann hier auf dem Wasser, auch eher in Ufernähe, sind dann halt viele Stand-up-Paddleboarder unterwegs. Von wegen ruhig, jetzt hier Wellengang. Und der Wellengang, meine Lieben, der kommt von dem Schnellboot, das hier durchdüst und Wakeboarder über das Wasser zieht. So, jetzt sind wir schon auf der anderen Seite. Jetzt. Links, Marlene, jetzt. Ja. Ei, ei. Links, rechts, 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 ja, rechts. Stopp, ducken, ducken. Ja. Sind wir da? Angekommen. Wir haben jetzt alles ausgepackt und uns erwartet regionales Querbeet. Hier, Felix Salami ist auch dabei. Ansonsten gibt es Schinken, es gibt Tomaten, es gibt ganz viele verschiedene Käsesorten, es gibt so eingelegte Zwiebeln und es gibt ein Säckchen. Na, den köpfen wir als erstes. Ja, auf jeden Fall. Zum Wohl! Also das Picknick war super gemütlich. Wir saßen da zu zweit ganz einsam in dieser idyllischen Bucht und haben es uns so richtig gut gehen lassen. Und jetzt, nach dieser ganzen Entspannung, steht noch ein bisschen Action an. Jetzt geht es nämlich da hoch und dann springen wir endlich ins kühle Nass. Geht ganz schön tief hinab. Jetzt wird's nochmal spannend. Wir stehen hier auf dem Sprungturm am Strandbad in Millstatt und der ist insgesamt 16 Meter hoch. Von oben hat man eine gigantische Aussicht. Wir springen aber nicht von ganz oben, sondern nur von 10 Metern ins Wasser hinab. Sieht schon ganz schön hoch aus. Ich muss mich festhalten, wenn ich mich umdrehe. Ich bin gespannt, wie das gleich wird. Springst du so oder? Nee, ich ziehe mich noch aus. Der Bademeister hat mir auch noch einen Tipp gegeben, ich soll nämlich so springen. Also die Arme eng an den Körper anlegen. Ich bin bereit. Ich bin aufgeregt. Höhe ist ja immer nicht so mein Lieblingsmetier, gell? Ich zähle runter. Okay. 3, 2, 1, Sprung! Juhu! Der Sprung sah super aus. Ja, danke. Ich habe mir Mühe gegeben. Nochmal. Nein. Das war's.
da ist so ein Sommertag auch einfach ganz schnell wieder rum. Wir werden jetzt nur noch unser Handtuch ausbreiten und da liegen bleiben und die restliche Sonne auf uns scheinen lassen und einfach den Tag so schön genießen. Es war auf jeden Fall super cool, was wir hier gemacht haben, und die Badesaison geht ja hier ungefähr von Frühjahr bis in den Herbst hinein, also ganz, ganz lange, dass dieses Wasser wirklich zum Reinspringen einlädt. Und wenn euch das gefallen hat, was wir hier gemacht haben, dann zeigt uns das doch gerne durch ein Gefällt mir unter diesem Video oder drückt sofort auf Abonnieren, wenn ihr mehr von uns sehen wollt. Und hier geht's zu den nächsten Videos. Bis dann!